Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time Report. Ja, wir haben vor, jetzt halt voll ins Museum zu gehen und einfach mal dieses Raketenmodell zu spenden, was wir gestern glücklicherweise irgendwie hergestellt haben. Dann noch kurz in die erste Mine gehen und ja, dann mal das Fest so ein bisschen beginnen lassen. Und natürlich ganz viele Geschenke herstellen, dass jeder eine Freude daran hat. Aber das hat ja noch ein bisschen Zeit, würde ich mal so behaupten. Jetzt gehen wir es erstmal ins Museum und spenden so ein wunderschönes Raketenmodell. Ja, der Tag der Erinnerung. Was für ein wundervolles Fest. Gleich wird jeder von uns beschenkt. Ja, aber das schaffen wir, glaube ich, die Folge nicht mehr. Heute gehen wir wirklich nur in die Mine. Und ja, dann vielleicht schon ein paar Sachen herstellen, obwohl ich nicht glaube, dass das schon was wird. Weil in der Mine ist man wirklich so 10 Minuten immer, um seine ganze Energie wegzukriegen. Später weniger, aber im Moment ist das noch so lang. So, wer möchte unser wunderschönes Raketenmodell haben? Du möchtest es haben. Hier. Rufpunkte! Und hoffentlich eine Freude für irgendeinen, der mal dieses wunderschöne Museum besucht. Es wird nie passieren, dass irgendjemand dieses Museum mal besucht. Da habe ich so das ganz starke Gefühl. Ja, dann gehen wir mal einfach in die erste Mine und schauen, dass wir vielleicht noch ein Relikt oder so zusammenbekommen. Also ich suche jetzt nichts Dringendes, aber ja, mal schauen, was sich so ergibt. Vielleicht ergibt sich ja irgendwas Cooles. Ja, im Stream habe ich ja jetzt einen extra MyTime Aportia Account. Also MyTime, was heißt Account, sondern wir haben halt da einfach noch einen Spielstand angefangen vom MyTime Aportia, da wo wir halt einfach nur in Stream spielen. Das sind wir gerade auf Tag 2 und da kann man halt mitentscheiden, was ich machen soll und alles. Aber ich weiß nicht, wann ich da das nächste Mal spielen werde. Also es wird noch ein paar bisschen hin sein, bis ich da mal wieder mir denke, boah, das wäre heute schon eine geile Aktivität, My Time Report ja in Stream zu spielen, weil das letzte Mal irgendwie nicht so der Hammer war irgendwie. Also es waren zwar schon Leute da, aber es war irgendwie so ruhig im Chat und dann dachte ich mir so, gefällt euch vielleicht nicht so gut. Und dann heißt sie, wir sein lassen. Ja, heute kann man auch Fotos mit den komischen Leuten machen. Also hier kann man hingehen und wir können jetzt einfach ein Gruppenfoto mit den Kirchenreinis machen, weil wir so gläubig sind. Können wir einfach mal machen. Ja. Ich habe ja auch das Kirchenoutfit an. So. Kein Steam-Erfolg? Ich habe jetzt eigentlich mit einem Steam-Achievement gerechnet. Ja. So. Dann suchen wir mal nach wunderschönen... Naja, schätzen kann man das nicht sagen. Kupfer. Wir suchen nach Kupfer und vielleicht ergibt sich dabei was anderes. Ende der Diskussion. Ja. Also keine Ahnung, mein Time Report hier, das reißt mich jedes Mal so mit. Ich werde auch heute sehr viele Folgen, denke ich mal, aufnehmen. Das werde ich jetzt erstmal den Tag aufnehmen, dass heute um 18 Uhr eine Folge kommt. Dann werde ich aber später nochmal ein bisschen spielen. Und noch ein paar Folgen, also um noch die ganze Woche gesaved zu sein auf jeden Fall. Und nächste Woche vielleicht auch noch. Und während der Woche werde ich vielleicht ein bisschen Sims im Stream spielen. Wow, über was reden wir denn? Ich finde das, ich habe gestern Fußball angeschaut, also so unter Sky halt. Und also Dortmund gegen Freiburg, obwohl ich ja kein Dortmund-Fan bin. Aber trotzdem, es kam halt und habe ich mir das halt angeschaut, weil mir halt langweilig war. Und dann dachte ich mir einfach so, das ganze Stadion ist einfach nur leer. Was ist das für ein Gefühl für die Spieler? Also ich habe ja selber mal Fußball gespielt. Das muss doch furchtbar sein, wenn da niemand zuschauen darf, wenn da gerade mal der Trainer ist und da hat man einfach alles gehört. Ach, das ist ein Schläger, ja, den braucht man nicht. Ja, das sieht mir stark nach Schläger aus. Und dann dachte ich mir einfach, was ist, muss das für ein scheiß Gefühl für die Spieler sein? Und dieses Jahr soll ja angeblich die EM von letzten Jahr nachgeholt werden. Ich weiß zwar nicht wo, aber es wird bestimmt lustig, wenn die in Deutschland wäre, dann wäre das wahrscheinlich so. Boah, wir müssen, also Sicherheitsabstand muss sein, 1,5 Meter, jeder so ein Hula-Hoop-Ring am besten umgeschnallt, dass man die 1,5 Meter nicht praktisch sprechen kann. Dann noch so, ja, dann darf man keinen den Ball wegnehmen, weil dann würde man ja innerhalb die 1,5 Meter kommen. Dann jeden noch so vorsichtshalber so Schutzanzüge und dann darum muss man alles desinfizieren und bevor es einen Einwurf gibt, muss man den Ball erstmal desinfizieren, weil da könnten ja irgendwelche schlimmen Coronaviren dran sein.
Ich stelle mir das so richtig, creepy vor, einfach. So, halt, stopp, wir müssen einen Wurf machen. Nee, erstmal desinfizieren. Da jemand von euch könnte Corona haben. Eure letzten 20 Tests waren zwar negativ, aber wer weiß. Wir müssen hier sehr vorsichtig sein. Dann vor und nach jedem Spiel erstmal 2 Wochen in Quarantäne. Das heißt, die EM würde sich einfach über das ganze Jahr ziehen. Das wäre auch so richtig vorstellbar einfach. Ich glaube, die ist dann nicht in Deutschland, oder? Also ich weiß nicht, wo die EM, wenn dann ist, dieses Jahr. Aber Deutschland wäre halt echt eine schlechte Entscheidung. Und so, halt, stopp. Erst desinfizieren. Hier neuer Schutzanzug, hier neue Maske. Wir müssen unsere Maske alle 5 Minuten wechseln. Das ist hier sonst nicht sicher. Stell ich mir richtig vor, so Angela Merkel, so am Blatt. So, halt, stopp, das geht so nicht. Also es wäre eine sehr lustige WM, EM, vor allem zuzuschauen. Das wäre dann sowas ähnliches wie ein Zirkus. Aber ja. Also ich habe auch so mitgekriegt, weil ich auch mit Leuten schreibe, die nicht aus Deutschland kommen, sondern zum Beispiel derzeit in Japan sind. Und da gibt es so einen Scheiß wie Ausgangsbeschränkungen und so nicht. Finde ich auch sehr schön. Und im Internet findet man nur so Sachen, boah, in Japan ist das voll schlimm und so. Und ja, ja, finde ich schon lustig. So, eine alte Sprechanlage, Teil 2. Ich kann mir das so richtig vorstellen, so, es ist WM, EM, jeder freut sich auf das Spiel und dann kommt so Angela Merkel, halt, stopp, das geht so nicht, wir brauchen Abstand, wir brauchen Masken, wir brauchen alles Mögliche. Wahrscheinlich noch so, wenn jemand am Boden spotzt, weil das machen die Fußballspieler doch auch immer, dann erstmal so, das geht nicht, hier sofort Rasen desinfizieren, neuer Rasen, alles Mögliche. Also das finde ich auch in Real Life widerlich, wenn irgendwer auf den Boden rotzt. Das ist halt, keine Ahnung, das gehört sich halt nicht, finde ich. Ja, auf jeden Fall stelle ich mir das sehr lustig vor, wenn die EM dieses Jahr in Deutschland wäre mit diesen lustigen Sicherheitsbestimmungen. Dann kommt so Söder und so, weiter, warte, ihr braucht FFP2-Masken, die normalen Masken nützen doch nichts. Das wäre lustig. Es wäre dann einfach so ein Politikdrama anstatt einem normalen Fußballspiel und die Fußballspieler müssen eine Strafe nach der nächsten zahlen. Dann sind sie einfach ärmer, als hätten sie gleich gar nicht gespielt und das Spiel geht dann einfach unentschieden aus, oder weil der Torwart darf ja keinen Ball fangen, weil der ist ja nicht desinfiziert und an dem Fuß könnte ja irgendwelche Viren hängen und keine Ahnung. Ich frage mich, warum man überhaupt zurzeit Fußball spielen darf, also Bundesliga, wenn das ja... Weil da könnte man sich eigentlich überall das holen, aber okay. Ist halt Unterhaltung für das Volk. Dass man nicht komplett durchdreht. Ja. Also ich bin ja selber ein großer Fußballfan, also ich bin ja Bayern-Fan. Und ganz ehrlich, ich kann mir zurzeit kein Spiel anschauen, das ist ja furchtbar. Wenn ich ja irgendwie sehe, dass da so ein paar Leute am Platz hocken und dann hocken so die Ersatzspieler da rum und das war's dann halt noch. Keine Ahnung, ich brauche da das Fangeschrei und alles. Dass man nicht hört, was die Spieler am Platz sagen. Dass die halt dann auch nicht mal so einen Applaus einspielen oder so. Dass man sich halt wenigstens ein bisschen besser fühlt, aber so, das war halt, das ist halt echt zur Zeit zum Verzweifeln. Aber ja. Ich hoffe einfach, dass die EM dieses Jahr nicht dann in Deutschland ausgetragen wird. Allerdings denke ich, dass Deutschland dann einfach nicht mitspielen darf, weil, ey, das ist so eine hohe... Ey, wo ist meine Spitzhacke hin? Okay, ich habe meine Spitzhacke noch. Ich hatte gerade echt Angst, dass meine Fischer-Spitzhacke weg ist. Okay, cool. Hier sind Gegner. Hier ist ein kleiner Raum und da sind Gegner. Ein Lahmschelmi. Da ist eine Schatztruhe. Das ist bestimmt irgendein Scheiß drin, so ein... Hut aus Medici oder so ein Kack halt. Warnhead, Lahmschelmis. Seht ihr, was ihr davon habt? Ein magnetisches Armband. Das können wir gleich irgendjemandem schenken heute. Ich glaube, da steht so Nora oder so drauf. Na, Nora steht auf dem Bikini, wo uns gestern der Albert geschenkt hat. So, können wir uns verpissen? Ja. Das wäre, glaube ich, schon lustig, was so alles passieren könnte. Ja, aber dann gehen wir jetzt mal heim. Ich meine, jetzt sind wir gleich am Bieneingang und jetzt nochmal für ein paar Punkte darunter springen.
Es lohnt sich nicht, ein bisschen Kupfer haben wir gesammelt. Vielleicht haben wir auch eine Skulptur zusammengekriegt. Ah, dann könnte ich hier nämlich jetzt schon mal für die nächste Folge die ganzen Geschenke vorbereiten. Weil wir für jeden wirklich ein Geschenk brauchen. Oh, wir sind nicht am Mineneingang. Okay, ich möchte aber am Mineneingang sein. Wir können ja später nochmal Bäume fällen gehen oder so. Oder mit irgendjemandem kämpfen. So, einmal hier raus, bitte. Ich möchte zu meiner Farm. Nein, das ist keine Farm, das ist eine Bruchbude mit so ein bisschen Grundstück. Ich möchte zu meinem Grundstück. Was man ja immer noch erweitern kann. So, erstmal nach Hause. Wenn es halt nicht immer so lange laden wird, aber wenigstens nicht so schlimm wie bei Secret of Mana. Das ist ja die Hölle gewesen. Okay, die sind schon alle am Start, Peach Plaza. 17 Uhr fängt die Veranstaltung an. Das heißt, wir haben jetzt noch 3 Stunden, um sämtliche Geschenke vorzubereiten und den Leuten zu geben. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, das mache ich dann mal in der Zeit, zwischen den beiden Folgen. Und wir sehen uns dann nächste Folge wieder, wenn wir alle Leute wild beschenken. Bis dahin, tschüss.